Sofa, heute seht ihr unsere favorisierte Trizepsübung. Die meisten nutzen ja hier das Bankdrücken, um eine massive Brust aufzubauen, aber Bankdrücken eignet sich genauso gut, um einen sauberen Trizeps zu entwickeln. Und die meisten fragen mich echt, boah, ey, Tasso, wie hast du so einen krassen Trizeps bekommen? Ja, die Antwort ist ganz einfach. Ich habe früher einige Schulterverletzungen gehabt und war dann gezwungen, meinen Griff deutlich enger zu nehmen, also beim Bankdrücken enger zu greifen. Und das belastet deutlich stärker den Trizeps. Und um enges Bankdrücken zu machen, ist es nicht nötig, besonders eng zu greifen, sondern ungefähr schulterbreit ist so der optimale Griff, wo ihr noch richtig viel Gewicht bewegen könnt und gleichzeitig dann eben den Trizeps maximal überlastet. Es ist eben nicht nur wichtig zu wissen, wann arbeitet welcher Muskel zu welchem prozentualen Anteil, zum Beispiel beim Bankdrücken jetzt 20% Trizeps, 20% Schulter, 60% Brust. Und wenn ich den Griff enger nehme, dann ist es vielleicht 80% Trizeps, sondern die Frage ist auch immer, wie viel Gewicht kann ich dabei benutzen? Und da muss halt die Mischung optimal sein. Und beim Bankdrücken, wenn ich jetzt einen schulterbreiten Griff mache, könnt ihr immer noch richtig viel Gewicht bewegen. Das heißt, der Trizeps bekommt einen richtig guten Wachstumsreiz. Ich zeige das mal, wie es geht. Im Prinzip wie bei normalen Bankdrücken, wie gesagt, nicht zu eng greifen. Wenn ihr so eng greift, dann platziert ihr nur unnötigen Stress auf die Gelenke, Ellbogen. Deswegen übertreiben wir es nicht mit der Enge des Griffs. Beine fest am Boden, Schulterblätter zusammen nach hinten, greift ungefähr schulterbreit, fester Griff. Also ich greife jetzt genau da, wo die Stange rau wird. Ziehe die Schulterblätter nach hinten und nach unten, spanne den Arsch an, dann kommt hier runter. Wenn ihr die Möglichkeit habt, was noch besser wäre, dass ihr zum Beispiel mit Brettern trainiert, um den unteren Teil der Bewegung zu eliminieren. Erstens Herzgeschichte, zweitens überlastet ihr dann immer noch besser den Trizeps, weil ihr nur im oberen Bewegungsradius arbeitet und gleichzeitig eben noch Ketten dazu nimmt, Ketten oder Bänder. Die haben wir jetzt hier überall hängen oder Bänder an der Wand. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, dann macht einfach so, enges Bankdrücken, das beschert euch genauso gut Trizeps wie Hufeisen.